Oberstufe und Abitur. Das sind meiner Meinung nach zwei Wörter, die einem so viel Angst geben, vor allem wenn man auf TikTok oder generell auf Social Media ist. Alle Leute sagen immer, dass es so eine schwierige Zeit sei, vor der man sich total fürchten müsse. Und ich sag euch, ich will nicht Nein sagen, okay? Aber es gibt Dinge, es gibt Wege, es gibt Strategien, wie ihr die Zeit auf jeden Fall angenehmer machen könnt. Und ihr müsst auf keinen Fall Angst davor haben. Und natürlich, ich als eure große Smart Girl Summer Schwester bin wieder da und werde euch heute ein paar Einblicke geben über meine Oberstufenzeit. Ich bin mich jetzt in der 12. Klasse und mein letztes Oberstufenjahr und heute werde ich einige Fragen von euch beantworten. Mia stellt die erste Frage und zwar schreibt sie: Geht sich das mit den Hobbys aus oder muss man manche in dieser Zeit auf? Also ich habe letztens ein TikTok gepostet mit meinen ganzen Hobbys und da habe ich erzählt, dass ich ja noch YouTube und generell Social Media mache. Ich mache Taekwondo und Stepptanz. Ich gebe noch Nachhilfe und ich lese sehr gerne und lerne auch noch Sprachen. Also man sieht auf jeden Fall schon, dass ich noch sehr viel neben der Schule machen kann. Ein Kumpel von mir hat jetzt sein Fußballtraining aufgegeben, weil er meinte, er möchte sich auf die Schule konzentrieren, was ich voll verstehen kann. Und da meinte ich aber auch, als er mir das erzählt hat, da meinte ich auch schon zu ihm, dass ich das echt schade finde und glaube, dass so ein Ausgleich eigentlich immer ganz gut ist zu der Schule. Natürlich kann ich es aber auch sehr verstehen, wenn man irgendwie sein Time-Management ein bisschen verändern möchte und da eher andere Prioritäten setzt. Ich glaube auch, dass Pausen, gerade auch wenn sie sportlich sind, die eigentlich nur helfen werden, auch schulisch und akademisch bessere Leistungen zu erzielen. Der Kommentar von My Life steht repräsentativ für viele andere Fragen, die nach den Klausuren gefragt haben. Es gab sehr viele Fragen, wie Klausuren aufgebaut sind, wie die bewertet werden, was da rankommt. Und ganz kurzer Disclaimer, falls ihr alles genau sehen wollt, wie ich mich vorbereite auf meine Klausuren, auf meine großen Prüfungen, guckt euch unbedingt meine Klausuren-Vlogs an, weil ich habe bisher in jeder Klausurenphase von mir einen Vlog gemacht und habe euch da genau mitgenommen, wie ich gelernt habe und habe euch auch das große Chaos gezeigt, was im Mindset geherrscht hat. Ganz kurz mal zu dem Aufbau der Klausuren. Es ist immer so, dass in der Oberstufe die Klausuren in drei Teile aufgebaut sind. Und so sind das nämlich die drei Anforderungsbereiche. Beim Anforderungsbereich 1 musst du nur irgendwas wiedergeben. Meistens kriegst du eine Quelle, wie zum Beispiel einen Text, eine Karikatur oder eine Grafik und musst dann eben wiedergeben, was diese Quelle aussagt, also die Hauptaussagen. Und meistens muss man das aber auch schon mit gelerntem Wissen irgendwie in Zusammenhang setzen und das sind einfach alles Sachen, die ihr im Unterricht gelernt habt davor. Beim Anforderungsbereich 2 musst du das nochmal mit dem gelernten Wissen in Zusammenhang setzen und dann auch erklären. Also die Operatoren sind da meistens irgendwie erläutere, erkläre. Und beim Anforderungsbereich 3 ist es dann ein bisschen schwieriger, obwohl ich sagen muss, ich finde das immer mein Lieblingsbereich. Und zwar geht es darum, das eigenständige Reflektieren und Bewerten von Dingen. Also da schreibt man meistens eine Art Erörterung. Oder eben im Englischen ein Argumentative Essay, also eine Art Diskussion. Das mag ich persönlich immer am liebsten. Ein Kommentar von Hallo2738. Bei welchen Fächern sollte man besonders aufmerksam sein bzw. besonders viel mitschreiben? Das ist meiner Meinung nach sehr individuell. Bei mir persönlich ist es Mathe, weil ich finde, meine Mathe nicht aufpasst, ist man sofort raus. Aber ich glaube, dass die da seine persönlichen irgendwie Schwierigkeiten. Und generell würde ich eigentlich sagen, passt immer auf. Also in jedem Fach und immer mitschreiben. Weil das ist halt hilfreich für die Klausuren. Also falls ihr in jedem Fall eine Klausur schreibt, auf jeden Fall immer mitschreiben. Layla fragt, kann man im Abitur die Fächer wählen, die man möchte? Jein. Also theoretisch ja, du wählst auf jeden Fall deine Leistungskurse. Bei uns ist es eben so, dass wir zwei Leistungskurse haben. Ich habe Englisch und Politik. Das heißt, ich habe schon den Bereich Sprachen und Gesellschaftswissenschaften abgedeckt. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch eine Naturwissenschaft und ich muss auch zwei Hauptfächer, also Mathe, Deutsch, Englisch drin haben. Man muss halt verschiedene Bereiche und Fächer immer abgedeckt haben. Das heißt, ich kann dir jetzt persönlich gar nicht sagen, das musst du haben, weil das ist immer sehr unterschiedlich, auch von Schule zu Schule, von Bundesland zu Bundesland. Bei mir ist jetzt eben so, dass ich meine zwei LKs habe, Englisch und Politik, dann nehme ich eine Naturwissenschaft, dann nehme ich Mathe oder kann ich mir noch irgendein Fach aussuchen und dann möchte ich sehr gerne Spanisch verwenden. Verwenden vor allem. Nehmen. Ja. Ein weiterer Kommentar ist der folgende. Lernst du regelmäßig den Stoff mit und wenn ja, wie? Also wie teilst du die verschiedenen Fächer auf und wie oft in der Woche wiederholst du welches Fach? Ich benutze vom Plan für meinen ganzen Stoffen für die Schule ja meinen Kalender auf GoodNotes und zwar ist der von Lebenskompass. Und ich habe aber auch von Lebenskompass noch den analogen Kalender und zwar ist der hier. Ich finde den so schön. Der hat auch verschiedene Cover. Ich habe jetzt dieses Cover hier. Fokussieren bitte, professionelle YouTuberin, let's go. Denn ich sage euch ganz ehrlich, Organisation ist das A und O in der Oberstufe. Und es gibt ja von der Schule oftmals so Hausaufgabenheft, aber honestly, die sind immer richtig hässlich und ich finde, die bringen auch nicht so viel. Das sind so Kalender wie über Lebenskompass viel besser, weil die auch noch integriert viel mehr Feature haben, als so ein normaler Kalender, den man jetzt von der Schule bekommt. Der Kalender hier ist undatiert, das heißt also, du kannst ihn immer benutzen, weil du bei den verschiedenen Tagen gar kein Datum drinstehen hast. Das finde ich sehr gut, weil du eben flexibel auch in dem Plan bist und auch Ferien dann zum Beispiel auslassen kannst.
Es hat auch hier ein Gummiband für einen besseren Halt. Es gibt eine Jahres-, Wochen- und Monatsübersicht. Und das Ganze ist im DIN A5, also perfekt für die Schultasche, weil es so klein und handlich ist. Und zwar ist das jetzt hier zum Beispiel mal eine leere Seite. Und ich kann euch jetzt mal kurz zeigen, wie ich meinen Stoff dann immer plane. Und zwar gibt es bei diesen Kalendern hier oben unter dem Tag sofort Punkte und Striche. Wow, Punkte und Striche, wie nennt man das? Eine Linie, wo man abhaken kann. Meine Artikulation perfekt. Und zwar schreibe ich da immer die Fächer auf, die ich noch wiederholen möchte. Das heißt also, wenn ich weiß, dass ich am Mittwoch vielleicht in Geschichte abgefragt werde, kann ich mir aufschreiben, am Dienstag oben bei dem Strich eben Geschichte. Und so weiß ich immer genau, was ich lernen muss. Weil natürlich lerne ich nicht jeden Tag für jedes Fach, was ich habe. Das wäre echt übertrieben. Aber ich versuche schon, gerade auch bei Fächern, wo ich weiß, dass die Lehre anspruchsvoll sind, mir am Abend nochmal anzugucken, was sie letzte Woche gemacht haben. Das heißt also, ja, ich lerne den Stoff regelmäßig mit, aber ich lerne ihn eben vor allem im Unterricht direkt mit. Also ich passe immer auf, ich höre mal zu, ich stelle direkt Fragen. Und wenn ich weiß, es könnte sein, dass ich abgefragt werde oder irgendwie Hausaufgaben präsentieren muss oder so, dann lerne ich nochmal extra an dem Abend vor dem Tag eben. Aber das kommt nicht so oft vor. Eigentlich lerne ich nur für Tests und Klausuren, wenn die auch angesagt werden. Und in dem Kalender für Lebenskompass gibt es auch verschiedene Achtsamkeitsübungen. Es gibt Habit-Tracker, einen Self-Care-Tracker. Also man findet auf jeden Fall etwas, was man jeden Tag gut gebrauchen kann. Selbst wenn du mal nicht lernst, kannst du trotzdem da drin immer was machen. Und wenn ich meine richtigen Klausuren plane, mache ich das auch hier in dem Kalender drin, weil hier gibt es auch so richtige Prüfungslisten, wo man das Ganze auch nochmal eintragen kann, um dann immer gut organisiert zu sein. Und dann mache ich dann auch an dem Tag einen guten Klausursticker hin. Ja, ich muss euch die hier mal besser zeigen, sieht man das? So mit Klausur, mündliche Prüfung und sowas. Hausarbeit, Praktikum, Präsentation, Gruppenarbeit. Ich liebe sowas. Es ist so ästhetisch, es ist so schön. Und es macht einfach das Arbeiten, das Organisieren auch viel besser. Natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch. Und zwar ist das Lara Emily. Damit spart ihr 10% bei eurer Bestellung im Online-Shop von Lebenskompass. Lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Der Link dazu ist in der Infobox verlinkt. Welche Lektüren hast du in Englisch gelesen? Das kann ich euch auch sofort hier mal zeigen. Ich drehe mich kurz um. Und zwar habe ich einmal 12 gelesen und dann Border Crime. Das sind jetzt beides keine klassischen Reklamhefte oder so, würde ich sagen, die man normalerweise liest. Ich weiß noch nicht mal, ob es sogar zu dem Rahmenlehrplan gehört. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ja, also ich würde jetzt nicht sagen, lies das Buch auf jeden Fall, um mich vorzubereiten, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch lesen müsst. Es waren zwei spannende Bücher, das hat mir besser gefallen als 12. Ich habe auch immer zu jedem Kapitel sofort Notizen gemacht, damit ich alles hatte. Ich habe zu jeder Person eine Charakterisierung geschrieben. Und in Deutsch haben wir gelesen Emilia Galotti, Faust. Und das war's. Ja, relativ wenige Bücher. Aber was willst du eigentlich werden? Hast du deine LKs entsprechend gewählt? Ich möchte ja gerne Jura studieren und ich habe Englisch und Politik gewählt. Ich glaube, dass Englisch und Politik mir beide bei Jura helfen können. Ich habe darauf aber nicht so krass geachtet. Natürlich habe ich in meinen LKs nach meinen Stärken gewählt und auch meinen Berufswunsch nach meiner Stärke gewählt. Deswegen, ich glaube schon, also Jura ist logischerweise ein Interesse von mir und ein Bereich, wo ich denke, dass ich gut performen kann. Und genauso sind eben auch Englisch und Politik als Fächer. Deswegen glaube ich, es hängt auf jeden Fall immer zusammen, weil wenn du zum Beispiel Medizin studieren möchtest, dann ergibt es irgendwie schon Sinn, Fächer wie Biologie als Leistungskurs zu wählen. Nicht nur, weil es dir hilft, sondern auch, weil es ja sowieso dein Interesse dann ist. Hannah hat eine sehr schöne Frage gestellt, und zwar, was ist dein bester Tipp für Noten in der Oberstufe? Und mein bester Tipp ist es, meine Videos zu gucken, weil ich teile hier jede Woche gute Tipps für gute Noten in der Oberstufe. Wie schwer sind die Aufnahmeklausuren zur Oberstufe in der 10. Klasse? Es gibt in vielen Bundesländern noch nicht mal Aufnahmeklausuren. Bei mir war es auch nur so semi. Also ich habe MSA geschrieben, der mittlere Schulabschluss. Das ist auch, weil ich es machen musste, weil ich gehe in Brandenburg zur Schule. Und bei uns ist es halt so, dass man MSA schreiben muss, bevor man ein Abitur machen kann. Das heißt, ich war schon die ganze Zeit auf einem Gymnasium und wir mussten das da halt machen. Und die Klausuren waren ganz normale so Orientierungsarbeitsklausuren, also ganz normale Klassenarbeiten. Ich habe auch eine mündliche Prüfung gemacht in Englisch und ich hatte, ich weiß gar nicht, meine Noten, so irrelevant ist das. Ich glaube, ich hatte in Englisch in beiden eine 1, ich hatte in Deutsch eine 2 und in Mathe auch eine 2, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Ach, also macht euch keine Sorgen. Ich glaube, da fällt man auch nicht so leicht durch, oder? Also ich glaube, bei mir in der Klassenstufe ist niemand durchgefallen, weil eigentlich alle in der Oberstufe dann waren. Also ich glaube, das ist wirklich nicht so krass. Aber ich habe mir auch extrem viel Druck gemacht und dann war es easy. Also mach dir einfach keinen Druck. Gott, ich habe die Frage gerade wirklich sehr professionell beantwortet, ne? Mach dir einfach keinen Druck, das wird schon.
Aber ja, es ist wahr. Ich denke das wirklich. Letztes Jahr vor der Oberstufe richtig genießen? Fragezeichen. Ja, klar. Immer das Leben genießen. Es klingt für mich ein bisschen so, als hättest du den Kommentar geschrieben, hast Angst, dass du die Oberstufe nicht mehr genießen kannst. Und es ist nicht so. Also ich habe meine Oberstufenzeit bisher auch genossen. Muss sagen, dass ich die Oberstufe bisher richtig chillig fand, weil man eben Kurse hat, du bist viel unabhängiger, du hast die Kurse, die du wirklich magst, die dir Spaß machen. Selbstverständlich sind die Klausuren und die Lehre anspruchsvoller, aber an sich kannst du auch dieses Jahr noch genießen. Okay, das waren jetzt ein paar Fragen. Ich habe noch viel mehr Fragen bekommen. Ich kann natürlich nicht alles in einem Video beantworten. Falls ihr noch einen zweiten Teil wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ja, habt viel Spaß und viel Erfolg in der Oberstufe. Wir sehen uns bald wieder. Adios! Tschüss!